Hallo zusammen, heute gibt es einen bunten Wochenmix. Das heißt, ich erzähle euch ein bisschen was und zeige euch ein bisschen was. Unter anderem ein paar Pflanzen und natürlich aufgebraucht Kosmetika, die ich jetzt so ein paar Monate benutzt habe, und erzähle auch was dazu. Ja, wie war die Woche? Wie war eure Woche? Also, meine Woche war eigentlich okay. Ich habe mir ein paar nette mediterrane Pflanzen für die Terrasse gekauft und zeige euch die natürlich auch, habe das abgefilmt. Ansonsten, was habe ich noch gemacht? Ich habe gestern meinen ersten Corona-Test gemacht, hier in Potsdam im Testzentrum. Und das ging sehr schnell. Ich war da ganz alleine und die sagte mir, jeder hat das Recht und kann jeden Tag sich kostenlos testen lassen. Und man kann das online buchen, kriegt dann so einen Code, oder man geht direkt hin und lässt sich testen. Mund, also im Rachenraum hinten, und Nase. Und dann wartet man eine Viertelstunde und bekommt sein Ergebnis. Das Ergebnis war natürlich okay, sonst würde ich nicht hier sitzen. Ja, dann habe ich einen Termin gehabt bei der Mammographie. Das war auch mal wieder nötig. Ich habe das schon ewig nicht gemacht. Also ich habe da wirklich ein bisschen rumgeschlampt. Ist nicht in Ordnung. Auf das Ergebnis warte ich noch. Und dann möchte ich jetzt mal, also ich weiß ja, man soll ja nicht über so unangenehme Sachen reden, aber ihr kennt das bestimmt auch, Rückenschmerzen. Also ich habe eigentlich, seit ich aus Bayern zurück bin, Rückenschmerzen. Und die wurden immer schlimmer. Und da half kein Yoga, keine Übungen, da halfen keine Tabletten. Und das war jetzt so schlimm die Woche. Ich habe gedacht, man bricht durch in der Mitte. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Also ein Schmerz, der so existenziell ist oder war. Jetzt ist es ein bisschen gemindert, weil ich habe natürlich auch Rat gesucht. Ich habe das Glück, dass ich eine Freundin habe, mit der ich darüber sprechen kann. Und die hat gesagt, du, hör mal, das wird psychosomatisch bei dir sein. Du wirst jetzt keinen Bandscheibenvorfall haben. Ich habe auch nichts gemacht irgendwie, ne? Und sie kennt das auch, diesen Schmerz, der praktisch im unteren Rückenbereich ist und einfach nur so extrem wehtut, dass du dich kaum bewegen kannst, kaum atmen kannst, die Schuhe nicht zubekommst, nicht aufstehen kannst, nicht richtig liegen kannst, nicht aus dem Bett kommst. Also, und okay, also dann dachte ich mir, okay, dann suche ich mir vielleicht einen Orthopäden. Aber das ist ja alles nicht so ganz einfach in der jetzigen Zeit, auch wenn man umgezogen ist, neue Ärzte zu finden. Gut, und dann dachte ich mir gestern, Mensch, eigentlich. Dann fiel mir im gleichen Atemzug praktisch, fiel mir dieses CBD-Öl ein. Und da gibt es dann auch schon unzählige Videos dazu. Ich will auch gar nichts weiter dazu sagen, nur ich habe es gestern gekauft, ich habe es jetzt gestern genommen, ich habe es heute schon genommen. Kann man in der Apotheke kaufen, man kann es auch sich online bestellen. Und da habe ich also dieses vegane Bio-CBD-Öl 5% gekauft und habe 28 Euro bezahlt dafür. Dreimal am Tag so zwei Tropfen unter die Zunge aufgeben, und die Wirkung, naja, so, wann ist denn die Wirkung ein? So nach einer Stunde, nach anderthalb, zwei Stunden habe ich gemerkt, dass ich entspannter werde, weil es ist ein Verspannungs- oder ein Spannungsschmerz. Ich bin verspannt, obwohl ich gar nicht das Gefühl habe, dass ich verspannt bin. Kennt ihr das? Also irgendwas, und ne, der Körper, nicht nur das Gesicht, auch der Körper ist der Spiegel deiner Seele. Was ist da so los mit einem? Und wir haben ja nur eine Menge auch zu verkraften und wegzustecken. Und ich Wärmekissen, Wärmegürtel, Bad, alles. Ich habe alles probiert, hier eingerieben. Und dieses Öl, dieses Hanföl, da ist ja nicht dieser suchtmachende THC-Wirkstoff ist nicht dabei. Das ist ein Hanföl mit einem Trägeröl gemischt, und vielleicht ist es Placebo-Effekt, ich weiß es nicht. Nee, ich weiß es schon, weil die Schmerzen sind jetzt noch nicht ganz weg, aber ich bin deutlich entspannter. Es soll wohl auch bei Einschlafschwierigkeiten helfen, bei Angstzuständen, Burnout, also alles Mögliche. Die Liste ist lang, ne? Wozu dieses Hanföl gut sein soll. Und ich rede jetzt nur von mir. Ich habe jetzt die Erfahrung gemacht, also eine positive Erfahrung gemacht, und wollte euch das mitteilen. So, Schluss von dem Öl. Gut, jetzt zeigen wir erstmal die Blumen. So, diese Steel Pots hier für Home and Garden, die sind für drin und draußen.
Hier ist nämlich so ein Gumminoppen und den kann man jetzt auch, ne, wieder reinstopfen. Dann ist es für drin. Und so will ich das jetzt für draußen für die Oleandertöpfe benutzen. Der kostete, warte mal, was kostete der denn? Der kostete 59, 99. Also ganz schön teuer, aber super leicht. So, ein Zitronenbäumchen. Hier haben wir einen Oleander, den zweiten Oleander. Hier die Töpfe. Hier habe ich jetzt so eine Zitruserde für, ja, mediterrane Pflanzen. Unter anderem kriegt jetzt die Olive ein bisschen frische Erde. Da hinten hier der Rosmarin auch. Ah ne, der ist da, und Lavendel. Das ist, glaube ich, schon ein bisschen kaputt. Ja, und dieses Zitrusbäumchen, da freue ich mich ganz besonders. Da sind doch ganz viele Blüten drin. Ja, ich fotografiere oder ich filme gerade gegen die Sonne. So. Also. Das. Ach nee, ich habe ja noch was. Hier. Den Lavendel. Das können wir jetzt auch schon mal abmachen. Da habe ich auch so einen Topf dazu gekauft. So, das ist ein weißer Lavendel. Nerium heißt der, kostete 24,99. Und der hier, das ist auch ein Nerium. Der ist ein bisschen kleiner, der kostete 19. So. Und das werde ich jetzt einpflanzen. Und ich habe hier noch ein paar Steine. So, die Steine kommen unten rein. Das fand ich auch ganz süß hier. Das ist so ein Tablett. Ein Sommertablett. Hier so eine umfunktionierte Milchkanne mit Lavendelmotiv, da kann man den schönen getrockneten Lavendel reinstellen, und das ist ein Zitrusdünger, weil ich dieses Zitrus, wartet mal, ich habe nämlich gelesen, das Zitrusbäumchen, dass man das regelmäßig düngen soll, wöchentlich sogar im Sommer. Na, dann werden wir das mal machen. Gut. Die Körperbutter von Dalton hatte ich das erste Mal, weil ich immer diese Bodylotion normalerweise benutze. Das ist eine stark rückfettende Körperbutter mit Shea-Butter, Mango-Butter. Ein ganz sinnlicher, verführerischer Duft. Obwohl diese Körperbutter so reichhaltig ist, hinterlässt sie aber kein Fettfilm, ne? Also nicht rückfettend. Also bei ganz stark beanspruchter Haut, besonders im Winter, wir hatten ja nun kalte Monate. Diesen Riesentopf ist ein tolles Produkt, werde ich aber jetzt im Frühjahr, Sommer nicht benutzen, sondern werde wieder hier diese, wo ist sie denn jetzt, diese Energy Boost mit den Aktivperlen, mit diesen Q10 Aktivperlen, die wiederum körperstraffend sind. Also ich mag diese Bodylotion sehr gerne. Das ist ein luxuriöses Erlebnis, diese Bodylotion aufzugeben auf die trockene Haut, hinterlässt auch keinen Fettfilm und hinterlässt einen so sinnlichen Duft. Also ich finde den noch sinnlicher als von der hier, ne? Ein absolutes Lieblingsprodukt. Auch straffend, vitalisierend, glättend, und man kann wunderbar in den Tag starten. Dann haben wir hier ein Premium Clean. Das ist, es gibt verschiedene Tonics bei Dalton. Das ist dieses Premium Clean. Das ist also ein fantastisches Gesichtstonic Water, angereichert auch mit dem Zelomer Meeresextrakt, und ist die perfekte, wirklich der perfekte Abschluss nach jedem Reinigungsritual. Ne, auf dem Wattepad aufgeben und über das Gesicht, Hals und Dekolleté gehen. Ein fantastisches Produkt. So. Na, nach der Reinigung. Dann habe ich hier Q10.
drei verschiedene Sachen. Ich bin ja die Q10-Liebhaberin. Da haben wir einmal dieses Cell Energy Boost, dieses Serum ist das, ne? Ein Serum wird immer aufgegeben wie eine Ampulle, also unter einer Creme. Also Q10, körpereigener Wirkstoff kennen wir ja. Also das ist auch so ein ja, das nennt, also nicht umsonst Cell Energy Boost. Also das boostet die Haut wirklich richtig toll auf. Voraussetzung ist immer eine super gereinigte Haut, ist klar. Also mit Soforterlebnis. Also eigentlich sind diese Q10-Produkte, alle, die ich jetzt vorstelle von unserer Hausmarke Dalton, das sind alles Produkte, die ich jetzt schon 3 Jahre lang benutze. Und ihr teilweise ja auch. Und ich bin hoch begeistert. Also dieses Serum. Dazu gibt es die Augencreme. Ich habe hier 2 Augencremes in Verwendung gehabt, die auch mit diesen Aktivperlen, die sofort diese müde, gestresste Haut vitalisiert, aktiviert, Trockenheitsfältchen werden gemindert. Reicht eigentlich, wenn man das morgens aufgibt, das hält den ganzen Tag und ich fahre Fahrrad. Also eine ganz tolle Augencreme für die gestresste Augenpartie, die wir nun haben. Ne? Q10. Und dieser Marinefiller, diese Extreme Lift, die hat diesen Ersatzstoff, Botulinum heißt das, Jumbo-Extrakt. Ist das Jumbo-Extrakt? Also der glättet so ein bisschen die Muskulatur, die unserer Mimik hier, ne? Pflanzlich. Die habe ich immer so im Wechsel aufgegeben. Ne? Die Lifting und die Q10. Zwei tolle Augencremes. Und dann gibt es noch ein sehr schönes Augengel. Das hatte ich noch vom letzten Sommer und habe das jetzt aufgebraucht. Das ist dieses Instant Effekt, dieses Eye Gel. Das ist mit diesem wunderbaren Applikator. Das glättet sofort, füllt das Linien und Fältchen auf, entspannt die Augenpartie. Wunderbar. Sehr zu empfehlen. Dieses Teil in den Kühlschrank zu legen, ne? Und schön immer weg. Also nicht hin und her reiben, sondern immer weg von der Nase. Ne? Und hier kann man so ein bisschen die Acht massieren. Durch diesen praktischen Applikator ist es natürlich auch toll für die Handtasche, wenn man zwischendurch mal so ein bisschen sich um die Augenpartie auffrischen will. Ne? So Wind, Maske und ne? Die Maske, die hängt ja auch hier so, ne, über dem Gesicht hier, genau, die endet eigentlich genau hier, wo wir diese zarte Augenpartie haben, ne, die, finde ich, besonders gepflegt werden sollte. Also 3 tolle Augenprodukte. Und dann haben wir noch dieses Vitalisierende aus der Sol-Linie, die Vitalisierende Creme. Ja, und wenn man jetzt so eine schöne Vitalisierende, so einen vitalisierenden Frische-Kick auf der Haut möchte, kann ich die Sol-Linie empfehlen mit Orchideenextrakt, weißem Tee, Ginseng. Für wirklich auch ganz müde, fertige Haut. Dünn aufzutragen, hinterlässt auch keinen Fettfilm, ideal als Make-up-Unterlage und mit einem verführerischen, sehr schönen Duft, ein perfektes Anti-Aging-Produkt. Natürlich ist es super, wenn man ein Serum darunter aufgibt, zum Beispiel dieses Illuminating Oil, das habe ich jetzt nicht da aus dieser Soul-Serie, da gibt es 3 Produkte. So, das war jetzt Dalton. Was habe ich noch aufgebraucht? Ich hatte mir die Haare gemacht gestern. Nee, vorgestern war das mit dir den Ansatz wieder. Das geht ja, also innerhalb von 4 Wochen hast du ja da wieder so, sind die grauen Biester wieder da. Ne? Die Haare wachsen irgendwie schnell nach und immer Scheitel. Gut, das mache ich ja nun schon seit über 2 Jahren selbst. Das ist dieses Dunkelblond Polycolor Nummer 37 ist das. Ich gebe es nur auf den Ansatz, ne? Nicht in die Längen und Spitzen, da kommt so ein bisschen Pflege rein, wenn ich das ausspüle, dass die jetzt nicht auch dunkler werden. Ne? Obwohl, man spült das ja relativ fix aus. Also ist zu empfehlen für 3 Euro. Ne? Haarfarbe. Haarfarbe ist das, keine Tönung. Dann ist die Chanel Le Volume, die ist. Also ich bin der Meinung, da ist noch was drin, aber das ist nichts. Das ist nichts mehr auf den Augen. Das ist nichts. Also das. Das klumpt, das bröselt und man gibt so viel Geld für eine Wimperntusche aus. Also ich habe auch schon unzählige probiert. Ich bin ja nun bei dieser, wie heißt die denn, von Essence ist die, für
3 Euro, was ich nie gedacht hätte, dass die so gut ist. Das ist eigentlich mein Favorit. Aber die wollte ich nun alle machen, weil ich sie hatte noch. Ne? Die hatte ich irgendwie letztes Jahr im Herbst angefangen. Aber das geht nicht mehr. Na klar geht's noch, sie tuscht noch. Aber nach einer Stunde hast du dann, ne, oder habe ich dann diese schwarzen Brösel da um die Augen drumherum liegen. Ist ja auch nicht so doll, ne? Dann haben wir hier die Zahnseide, die ist von, was heißt das, Dentodent. Die ist so ein bisschen breiter, die ist auch leer gegangen. Dann haben wir hier die Hylo Fresh für die Augen, die nehme ich jeden Tag, morgens, mittags, wenn ich auf dem Fahrrad war, abends, um die Augen anzufeuchten, ne? Damit sie nicht tränen, weil tränende Augen sind trockene Augen. So, dann habe ich einen Fehlkauf gemacht, als ich in Bayern war, in der Drogerie. Ist ja totaler Quatsch, ne? Ich habe so eine schöne Lidschattenpalette, die von, Mensch, wie hieß das? Ich weiß es nicht. Tarte, genau, Tarte hieß das. Und das ist die Candy Pastel von, das heißt ja jetzt nicht mehr Rival de Loup, das heißt Rival Loves Me. Ich fand die Farben sehr schön. Kostete, naja, da darf man wahrscheinlich nichts erwarten. 4 Euro ist eine sehr schöne, gelungene Farbauswahl. Aber ich habe zwei Farben benutzt, dieses Grünliche da, dieses Grünliche und das Graue. Auftrag war in Ordnung, Pigmentierung war so, naja, ne, man darf nicht zu viel erwarten für 4 Euro, aber es staubte. Und trotz Primer, also Eyelid Primer, kroch der Lidschatten so, ne, in die Fältchen. Also das sah nach ein paar Stunden nicht mehr schön aus. Das ist eigentlich schade, aber die wird jetzt nicht mehr auf die Augen gegeben. Es ist ein klassischer Fehlkauf, der zum Glück nicht zu teuer war. So, was habe ich noch? Also Lebensmittel hebe ich jetzt eigentlich nicht auf irgendwelche Ölflaschen oder doch habe ich auch schon mal gezeigt, die ich besonders gerne benutze in den Kochvideos. Übrigens, schaut bitte diese Gemüsepizza. Ich verlinke die nochmal, ne? Die Gemüsepizza ohne Boden, also ohne Mehl. Die ist fantastisch, die ist gesund, die ist leicht zu machen und schmeckt ganz toll, auch kalt. Aber ich zeige noch mal Kamille, Vanille, Manuka-Honig. Das ist mein jeden Tag-Tee. Den Tee trinke ich jeden Tag. Am liebsten abends. Jetzt nicht morgens trinke ich einen belebenderen Tee, also nach dem Kaffee, so am Vormittag. Aber am Abend trinke ich entweder einen Fencheltee. Gibt es auch von Pukka einen sehr schönen Fencheltee. Drei verschiedene Fenchelsorten. Und den hier, das ist jetzt auch schon seit 2 Jahren ein Favorit. Und den muss ich immer suchen. Das habe ich, glaube ich, schon mal erzählt. Also diese Teepackung ist jetzt auch wieder leer, aber ich habe schon wieder eine neue. So, meine Lieben, das war jetzt mal wieder ein Frauenvideo. Ich habe hier nun auch einige andere Videos hier laufen, also diese Herzkram-Videos, die eben viele Menschen gucken. Auch Männer unter anderem und auch kommentiert haben, was ich sehr schön fand. Ja, und somit hat sich unsere Community auch ein bisschen erweitert und vergrößert, worüber ich mich sehr freue, dass die 10.000er-Marke jetzt geknackt worden ist. Ich habe auch 4 Jahre lang da wirklich dafür gebraucht. Das ist ganz schön lange. Aber wahrscheinlich ist das so. Ich mache weiter, freue mich, dass ihr so treu seid an meiner Seite und ich an eurer. Und ihr mich erfreut und ich euch erfreue. Ich erfreue mich wirklich sehr an euren Kommentaren und euren lieben Wünschen. Und das macht richtig Spaß. Also man sitzt ja hier und weiß gar nicht, kommt so ein Video an, wird das geguckt. Ne? Naja, so. Also ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende. Seid besonders gut zu euch, bleibt mir alle gesund und bis zum nächsten Mal, wenn ihr mögt. Und die Menschen, Ladies, die hier neu sind auf dem Kanal, ihr könnt mich gern abonnieren. Es gibt 2 Videos auf jeden Fall. Ich habe hier schon mehr Videos, ich habe manchmal schon 4 Videos hochgeladen, aber jetzt kommt die wärmere Jahreszeit. Es wird A, weniger YouTube geschaut und es ist auch sehr zeitaufwendig. Aber 2 Videos kommen auf jeden Fall, also zwischen 2 und 3. Ne? Ich versuche 3, aber 2 kommen auf jeden Fall Samstag und ja, und dann kommt mal jetzt nächste Woche, kommt mal ausnahmsweise ein Sonntagsvideo. So, jetzt habe ich genug gebabbelt.
Ich sage jetzt nochmal Tschüss und danke, dass ihr zugeschaut habt.